Jetzt, liebe Modellbahnfreunde, wird es ganz speziell. Jetzt verlassen wir das gewohnte Terrain und besuchen die Märklin-Freunde und die Märklinisten. Das ist ja mal so ein eigenes Völkchen. Und Uwe Müller wird mir natürlich wieder die Neuheiten von Märklin für dieses Jahr seinen Kunden präsentieren. Ja, sehr gerne. Die erste Neuheit, vielleicht ganz wichtig auch für uns, ist das diesjährige Insider-Modell, die Baureihe 103, die wir so in der Form noch nicht hatten. Klar hatten wir schon lange eine 103, aber wir hatten noch nie eine lange. Also die quasi im Vorbild 70 cm länger war, haben wir jetzt als Insider-Modell. Das Besondere daran ist, sie hat zum einen motorisch heb- und senkbare Pantographen als Digitalfunktion und sie hat natürlich auch einen Lokführer, der mit der Fahrtrichtung wechselt. Das heißt, wenn die vorwärts fährt, hockt der Lokführer vorne im Führerstand, bei der Rückwärtsfahrt auf der anderen Seite. Moment mal, wie geht denn das? Ja, der klappt dann einfach weg. Also mit der Richtungsumschaltung klappt er entweder vorne hoch und hinten runter oder entgegengesetzt. Ich habe jetzt schon gedacht, der rennt dann durch den Maschinenraum und setzt sich vorne wieder hin. Hatten wir ursprünglich probiert, dass man vielleicht auch mit so einem Schattenspiel sieht, wie er hintergeht, aber das geht technisch nicht, durch die Motoren von den Pantographen und allem. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, das ist ganz klar. Ja, also die E103 ist ja auch der Klassiker und die beliebteste Lok eigentlich schlechthin, glaube ich mal. Eigentlich, ja. Ich sage immer, eine 103 ist wie eine Dampflok, ja, wo wir schon bei der nächsten Neuheit sind. Also neben der 103 haben wir natürlich auch eine Baureihe 42 neu. Hatten wir so noch gar nicht. Gab es ganz, ganz früher mal von Tricks, glaube ich, als Feinart-Modell, aber das zählt dann nicht. Also eine 42 mit schönen, neu konstruierten Erzwagen. Haben wir in der Ausführung mit Sound, ohne Sound, aber auf dem aktuellen technischen Stand. Und man muss natürlich beachten, das ist eine richtige Baureihe 42. Ich betone es wirklich so oft, weil viele verwechseln die dann mit einer 042, die eigentlich eine 41 Öl war. Also es ist eine ganz, ganz andere Lok mit einem neu konstruierten Wannertender aus Metall auf dem neuesten technischen Stand. Ja, und dann, was gibt es noch in dem Bereich? Noch eine Dampflok oder sind wir dann im Wagenbereich gelandet schon? Es gibt noch ein paar andere Sachen. Wir stehen hier gerade vor dem Fenster. Ein großes Thema dieses Jahr ist 60 Jahre TE-Verkehr, da gehört die 103 ein bisschen rein. Man sieht es im Hintergrund, wir haben einen vergoldeten VTL5 als Besonderheit gemacht zu dem Jubiläum. Wir bespielen die Frankreich mit einem besonderen Zug zum TE-Jubiläum. Und natürlich gibt es auch einen Eierkopf, einen VT08 zum TE-Jubiläum. Der sollte nicht fehlen, glaube ich. Der darf auf gar keinen Fall fehlen, genau wie der VTL5. Aber was wir sonst noch haben, ist natürlich, wir haben ein tolles Funktionsmodell mit dem Turmtriebwagen. Den gab es, glaube ich, gefühlt vor 10 Jahren das letzte Mal bei uns. Da hat er noch so Piezo-Antriebe, den haben wir jetzt umgebaut auf Servo-Antriebe. So wirklich vorbildgerecht, die Arbeitsbühne rauf und runter lassen kann, den Pantograph schalten. Also, dass man hier auch jede Menge Spielfunktionen drin hat. Und der schön in der Epoche 3. Aber wir haben natürlich auch für die moderne Bahn neue Sachen. Wir haben zum einen den Diesel-Vectron neu konstruiert als, ich sag mal, als Einsteigermodell mit Vollsound. Mussten wir ganz neu machen, weil wir hatten zwar letztes Jahr den Elektro-Vectron, nur blöderweise ist der Diesel-Vectron im Vorbild einen Meter länger, das heißt, da muss die Lok dann auch komplett nochmal neu machen. Ja, da passt die Form halten. Genau, und wir haben eine 187 auch in unserem, ich sag mal, Einsteigersegment drin, auch ganz neu konstruiert. Bei der DB ist sie eigentlich rot, fährt da ganz klassisch rum. Das Interessante ist, wir haben eine Ausführung der BLS mit der Last-Mile-Funktion. Das heißt, die kann im Vorbild, ich sag mal, in den Hinterhof reinfahren oder auf die Werksgelände, wo keine Oberleitung ist. Da die Lok eigentlich einen Dieselmotor drin, wie von der Köf. Und ich finde es ganz interessant, wenn eine E-Lok kommt, aus der ein Diesel-Lok-Geräusch dann rauskommt. Es ist ja auch mal spannend zu sehen, oder sagen wir, es wäre ja auch mal spannend zu sehen, wenn der Zug zu lang ist und dieser Dieselmotor schafft es nicht. Also ist das. Ja, aber ich glaube, wenn der Reibwert mal überschritten ist, also ich glaube, die kann trotzdem ganz schön was wegziehen. So zum Beispiel unsere neuen Kesselwagen. Wir haben auch Tankwagen neu konstruiert. Wir hatten ähnliche schon vor Jahren mal im Sortiment. Nur sind die jetzt, ich sag mal, 1,5 cm länger. Hochdetailliert mit geätzten Blechen drauf, verschiedene Aufstiegsleitern, auch je nach Vorbildtyp sind alle Sachen umgesetzt, die jetzt einfach bei uns im Programm über Jahre gefehlt haben. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Gibt es noch sowas, wo Sie sagen können, da haben wir noch ein kleines Highlight in der Hinterhand? Oder? Ein kleines Highlight? Oder es gibt natürlich noch mehr. Wir haben natürlich ein Thema, Thema Bundesliga mitgemacht. Also wir haben eine Bundesliga-Lok. Wir wollen ab nächster Saison mal probieren, die einzelnen Vereine in den Display reinzubringen, dass sich auch der geneigte Fußballfan seinen eigenen Wagen kaufen kann, am besten alle 18, dass er jeden Samstag die Bundesliga-Tabelle nachspielen kann. Und ja, was haben wir noch? Ich sage ja jede Menge. Was ich sage, noch ein Highlight, wir haben noch in Kooperation mit Fissmann den Robel dieses Jahr. Also das ist ja so ein Gleisbauwagen. Ist schon bekannt vielleicht von Fissmann, da gab es den ja schon als motorisches Modell mit Sound. Und dieses Jahr ist die Neuheit, dass sich hinten auch der Kran drehen lässt. Also er hat dann so eine elliptische Bewegung drin, geht dann rauf und runter und lässt sich digital schalten. Super interessantes Ding und wir haben es in der Kooperation so, dass
Das Wechselstrommodell gibt es nur bei Märklin, das Gleichstrommodell gibt es dann bei Viessmann. So ungefähr. Mhm. Wir waren ja dieser Tage schon bei Viessmann, wir haben uns das Modell schon anschauen dürfen. Wir haben es auch gesehen und wir finden es auch ganz klasse, dass also Modell oder sagen wir firmenübergreifend da auch eine gewisse Zusammenarbeit da ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, ja. Ist ja auch eine sehr, sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Nun haben wir eine kleine Neuerung noch eingeführt, dann habe ich noch einen und einen großen Spickzettel hier. Okay. Wir haben vor der Messe Zuschauer gebeten, uns doch mal zu den einzelnen Modellen mal Fragen zu stellen, wenn wir schon mal hier richtig live die Experten an der Hand haben. Ja, liebe Zuschauer, nun ist es soweit. Ich werde mal die erste Frage stellen. Der Herr Erhard aus Wien fragt, warum werden es jedes Jahr weniger Österreich-Neuheiten? Man könnte doch die vorhandenen Formen neu adaptieren, zum Beispiel alte grüne 41-42 Wagen in Jaffa Elfenbein herausbringen. Österreich wird von MacLean leider sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, so richtige Stiefeltern sind wir natürlich nicht. Wir bemühen uns, dass wir jedes Jahr im gleichen Maße für alle Länder, insbesondere auch für Österreich, Neuheiten haben. Also wir haben dieses Jahr, ich glaube, eine Baureihe 94 drin, ein Wagenset. Es gibt auch einen Robel, wo wir gerade drüber sprachen, für Österreich. Und zu den Jaffa-Wagen, ich glaube, die hatten wir erst vor 4-5 Jahren wieder in den Orange. Also kann ich alle aus Österreich beruhigen, wir werden das nicht vernachlässigen. Also lieber Herr Erd aus Wien, es ist nicht so, Ihr Gefühl trügt Sie ein bisschen. Und der Kollege hier sagt mir gerade, es ist keine stiefmütterliche Behandlung. So, da gibt es noch eine Frage, die ist etwas länger, aber ein Herr Kinastowski, aus Albstadt. Aus welchem Grund werden die BR 187 und die BR 193 nicht auf dem Qualitätsstandard der Baureihe 146-2, zum Beispiel Kurzkupplung, Pufferabstand zwischen Lok und Wagen, ist nach meiner Meinung bei diesen neuen Modellen zu groß, angeboten oder hergestellt? Diese Details waren es und so weiter mit der Artikelnummer so herausragend machten. Vielleicht könnte man diese Baureihen in einer detailreicheren Variante zusätzlich für den Sammler auf den Markt bringen. Ja, da spricht jetzt ein Thema an. Wir haben die 187 und den Vectron, das ist die 193, natürlich aus dem Ex-Startup-Segment rekrutiert. Das heißt, es ist ein günstiges Einsteigermodell, die aber auch nach den technischen Gesichtspunkten wie eine Baureihe 185 oder eine 245 bei uns gemacht sind. Das heißt, natürlich Metallbauweise, aber die haben natürlich keine Kurzkupplungskinematik wie das Profimodell, auf das er jetzt hier referenziert. Und deswegen kommt es da zu einem größeren Abstand. Klar, man kann es dem alle recht machen. Die einen wollen ein günstiges Einsteigermodell für 200, 220 Euro. Und der nächste natürlich das dann gleich für 300, profimäßig. Und wir haben uns bei diesen modernen Loks dafür entschieden, die einfach günstiger mit Vollsaum zu machen. Klare Ansage. So, dann gibt es noch eine kurze Frage, wo wahrscheinlich auch eine kurze Antwort kommt. Sind neue Starterpackungen mit zwei Zügen geplant? Fragt eine Frau und dann fehlen irgendwo die Namen. Ich sag mal, für dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht spricht sie so eine Mega-Startpackung an oder sowas, das wir die Jahre davor immer hatten. Also dadurch, dass wir erst letztes Jahr die CS3 zum Beispiel hatten, macht es dieses Jahr keinen Sinn, da jetzt gleich eine Mega-Packung zu bringen, wenn wir gerade noch in der Auslieferung sind. Deswegen dieses Jahr nicht. So. Sven Pollmann aus Bremen fragt, wie entwickelt sich Miniclub? Wird MacLean Lasercut 3D-Puzzle, um Gottes Willen, muss ich ein bisschen die Hand ein bisschen weiter wegnehmen, auf Gebäude ausweiten oder ist das erst einmal ein Test? Ich sag mal, ja, was heißt, das ist ein Test? Also, er spricht wahrscheinlich auf die Hunsche-Bekohlungsanlage an. Also, es ist eine Art Test. Da, wo es dazu passt, also wenn man einen Lokschuppen oder irgendwas als Ergänzung braucht, wo es sich gar nicht lohnt, in Gebäude oder in Form zu gehen, versuchen wir das damit anzubieten. Aber wir wollen jetzt nicht das halbe Sortiment bei Z mit Lasercut oder Pappbausätzen machen. Also, es ist eine Ergänzung und das mal ein Versuch. So, und dann haben wir noch eine sehr wichtige Frage, glaube ich, von einem Herrn Franzen aus Luxemburg. Mhm. Also wir sind auch ganz international hier. MacLean bringt dieses Jahr die BR42. Hat MacLean vor, die 5519 der CFL zu verkaufen? Ist eine Ex-BR42 die letzte, die noch fährt, ja. Also wir sagen ja traditionell nichts über Neuheiten, die wir in den Folgejahren bringen. Also die Frage ist nachvollziehbar, weil ich meine, das ist die Museumsmaschine, die in Luxemburg steht, die wir auch durchfotografiert hatten, um an die Daten von dem Modell und solche Sachen zu kommen. Man soll nie sagen, er soll sich einfach mal überraschen lassen, was die nächsten Jahre kommt. Also die Überraschung ist in der Frage sicherlich dann auch ganz groß, wenn sie kommt. So, liebe Freunde, das war im Schnelldurchgang die Neuheiten von MacLean. Weitere Neuheiten finden Sie natürlich auch auf der Webseite von MacLean. Da können Sie auch stöbern von A bis Z, beziehungsweise von H0 bis Z oder genau. Bis N.
Dort finden Sie alle weiteren Angaben und das, was wir in der Kürze hier nicht machen konnten. Des Weiteren können Sie natürlich auch beim Modellbahnshop Lippe entsprechend nachblättern und auch die schönen Fahrzeuge, die wir hier gerade besprochen haben, bestellen. Lieber Uwe Müller, ich bedanke mich für das kurze, knackige Gespräch und freue mich auf nächstes Jahr. Immer wieder gerne.